Nach diesem Video wirst du ganz genau wissen, wie du es schaffst, die anstehende Abiturvorbereitung mit der jetzt wahrscheinlich wesentlich zeitnäheren Klausurenphase miteinander vereinbaren kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute möchte ich euch einmal kurz erklären, wie ihr es schafft, wirklich die Abiturvorbereitung, die ja jetzt eben bei den meisten wahrscheinlich schon begonnen hat, damit zu vereinbaren, dass ihr jetzt eben auch ja trotzdem auch einfach entweder ein 12-2 oder ein 13-2, je nachdem, ob ihr G8 oder G9 habt, eben jetzt auch weiter nochmal Klausuren schreibt und wie ihr das schafft. Ja, aber das ist eine Frage, die habe ich in letzter Zeit sehr, sehr oft von unseren Coaching-Teilnehmern auch bei uns im Coaching bekommen. Und gehe davon sehr, sehr schwer davon aus, dass es eben auch viele von euch aktuell betrifft und ihr euch da die Frage stellt, wie kann ich das Ganze am besten machen. Ja. Kurz vorweg, es gibt da eigentlich zwei sehr konkrete Fehler, die man da im Detail machen kann. Der erste große Fehler ist zu denken, oh mein Gott, das Abitur ist ach so wichtig, ich muss jetzt schon unbedingt anfangen, ich muss ganz, ganz viel dafür lernen. Die Klausuren spielen gar nicht mehr so eine große Rolle für das Halbjahr jetzt. Das Wichtigste ist, dass ich jetzt schon richtig intensiv für die Abi-Prüfungen lerne, weil Leo war auch in der in den Halbjahren nicht so gut, aber hat dann mit 1-0 in den Abi-Prüfungen noch richtig seinen Schnitt richtig gut nach unten gezogen. Deswegen mache ich das genauso. Ja, das ist der erste Fehler. Die Abiturprüfungen sind sehr wichtig. Ja, und auch in meiner Geschichte merkt man ja, wie gesagt, dass man auch innerhalb der Halbjahre in der Oberstufe noch große Schwierigkeiten haben kann, viele Dinge nicht verstehen kann. Und wenn man dann kurz vor Ende noch die entscheidenden Strategien mitbekommt oder sie sich eben auch wirklich konkret aneignet, dass man dann eben wirklich nochmal einen Twist rausholen kann, wirklich nochmal einen richtigen Endspurt hinlegen kann. Und zum Beispiel, wie ich 1-0 in den Abi-Prüfungen schreiben kann, auch in einem Bundesland wie Bayern. Ja, natürlich ist es idealer, wenn man das Ganze schon anfangs der Oberstufe oder mittendrin eben lernt, um dann eben auch den Benefit davon, also die Vorteile davon, möglichst lange zu haben. Aber wie gesagt, natürlich kann man mit den Abi-Prüfungen nochmal richtig viel rausholen. Deswegen macht es auch Sinn, sich da sehr stark darauf zu konzentrieren. Aber das sollte man eben nicht tun. Wenn man es zu sehr tut, ist das eben der erste Fehler. Und der zweite ganz konkrete Fehler ist zu sagen, oh, das Abi ist ja noch so weit weg, jetzt kommt erstmal meine Klausur und ich fokussiere mich jetzt nur auf die Klausur. Ja, weil ich habe zum Beispiel nur 6 Wochen vor meiner ersten Abi-Prüfung mit der Abiturvorbereitung angefangen, was für mich aufgrund von meinem einfach damals schon sehr hohen Fokus und den richtigen Lernstrategien, die ich damals schon hatte, einfach so sehr gut aufgegangen ist. Nichtsdestotrotz sollte man sich bewusst machen, dass einige von euch auch jetzt schon gut daran tun. Ist ja auch ein bisschen vom Bundesland abhängig, wie lange ihr noch habt, bis wirklich eure Abiturprüfungen beginnen. Macht es auf jeden Fall für einige von euch jetzt schon Sinn, auf jeden Fall auch anzufangen. Gerade diejenigen, die sehr proaktiv beginnen wollen, die sehr gut daran tun, einfach auch von der Psyche her und von der Aufregung her zu wissen, okay, ich habe rechtzeitig begonnen, ich habe da einen klaren Lernplan, ich kann das so und so gestalten. Sehr, sehr wertvoll. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig, es geht weder so, dass du sagst, okay, scheiß auf die Klausuren, nur Abi-Vorbereitung, und es geht auch nicht so, dass du sagst, nur Klausuren und dann kümmere ich mich um die Abi-Vorbereitung, sondern man sollte eine ganz wichtige Sache verstehen. Jetzt die Klausuren richtig gut zu schreiben, ist mit die beste Abi-Vorbereitung, die du machen kannst. Einfach weil du genau diese Punkte, natürlich im Abi dann noch weitere, aber du wirst ja über das gesamte Halbjahr, was jetzt ansteht, auch im Abitur abgefragt. Ja, das heißt, es lohnt sich jede einzelne Sekunde, die du wirklich auch in Bezug auf die Klausuren, die jetzt direkt anstehen, investierst. Es lohnt sich einfach. Ja, aber gleichzeitig ist das halt aber auch nicht alles, worüber du später im Abitur abgefragt wirst. Deswegen würde ich das Ganze euch im Detail wie folgt empfehlen. Macht euch einen ganz klaren Plan, ja, wann die Klausurenphase ist, wann auch innerhalb der Klausurenphase die einzelnen Fächer eben auch als Prüfung drankommen, und dann mache ich nochmal einen ganz konkreten Plan, wann eben auch die Abiturtermine sind, dass ihr da wirklich auch wisst, okay, da und da steht das Ganze an. Und zwischen dieser Klausurenphase und den Abiturtermin ist bei den meisten von euch ja gewisser Gap, ja, das heißt einfach eine gewisse Zeit, die einfach dazwischen liegt. Und was ihr jetzt tun solltet, ist auch jetzt schon vor der Klausurenphase euch auch ein bisschen auch auf die Abi-Prüfungen vorzubereiten, aber es hat nicht die allerhöchste Priorität, sondern macht euch jetzt erstmal einen ganz klaren Plan, was müsst ihr wann, wie lange lernen, um wirklich halt eben auch die Halbjahresklausuren richtig gut zu bestreiten, weil die sind sehr entscheidend und auch die zählen ins Abitur. Ja, ist ganz, ganz wichtig, das einfach auch nachzuvollziehen. Und dass ihr dann
mit der Zeit, die ihr noch zusätzlich neben Freizeit und eben auch der Vorbereitung auf die Klausurenphase habt, dass ihr die eben auch schon mal für die Abiturvorbereitung nutzt, um da, sag ich mal, schon mal Zeitpläne zu kreieren, vielleicht Zusammenfassungen zu schreiben und so weiter, wie das im Detail auch von der Strategie macht, wird beispielsweise auch bei uns im Coaching dann beschrieben, und dass ihr dann, wenn diese Klausurenphase rum ist, ihr dann wirklich all in geht, wirklich euch nur noch auf die Abiturprüfungen vorbereitet und da wirklich einfach auch im Detail wirklich auch schaut, wie könnt ihr dafür jedes einzelne Fach am besten lernen, auch da die Lernstrategien bei uns im Coaching, und dass ihr da dann eben es halt auch wirklich schafft. Ich habe einfach voll darauf fokussiert und dann wirklich auch am Ende nochmal einen richtig geilen Schlusssprint hinhaut und dann vielleicht auch ähnlich positiv da eben auch dann aus den letzten Prüfungen rausgehen könnt und eben auch euren Schnitt vielleicht nochmal deutlich verbessern könnt. Das ist quasi so der Gameplan, wie ich euch das Ganze empfehlen würde, wenn ihr das im Detail vor allem auch nochmal personalisiert für euch persönlich bekommen wollt. Dann bewerbt euch sehr gerne auf unsere Webseite, auf www.leoeckel.de, auf unser Coaching, wo wir euch genau das im Detail eben auch beibringen und eben auch auf deine ganz individuelle Situation eingehen können. Ja, das heißt, dazu kannst du gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung gehen und da eben dann auch ganz genau dich bewerben, wirst von uns beraten, was da für dich eben auch das Beste ist, ob und vor allem, wie wir dich dann eben auch im Detail konkret betreuen können, damit du eben dein Ziel erreichst. Ja, dass du eben jetzt gerade in der letzten Zeit, wenn du jetzt in 2020 dein Abitur machst, dass du es da wirklich schaffst. Ja, einfach auch nochmal einen richtig guten Schlusssprint hinzulegen und eben auch von den Ergebnissen her richtig gute Noten zu erzielen und dich vor allem auch in dem ganzen Prozess gut zu fühlen. Wenn du darauf Bock hast, wie gesagt, gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung auf www.leoeckel.de gehen, bewerb dich bei uns fürs Coaching und dann schauen wir, wie wir dir da konkret weiterhelfen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.